kennt ihr euch. Ja. Barbara Schöneberger ist nämlich auch, man sagt, der beste Gast, das ist ein männlicher Ausdruck, auch wenn es sich um eine Frau handelt, der Top-Gast, mit dem man im deutschen Fernsehen in einer Show haben kann. Ja, eine Zeit lang war ich auch nur Gast, verstehst du, da muss man auch gut sein. Und jetzt darf nimm Platz. Denn darf ich mal den kleinen Mann noch begrüßen? Hallo. Also, ja, bitteschön. Ja. Oh. Ja. Ja. Ah. Entschuldige mal. Ja. Alle. Diese Sitzmöbel sind eine Plage. Warum? Weil es einfach immer erniedrigend ist. Warum muss es so sein, dass man die Knie neben den Ohren hat? Entschuldigung, die sind von unserer Kollegin Sandra Maischberger, die auch im Haus hier aufzeichnet. Und die dürfen wir uns immer ausleihen für diese... Was ist das denn? Sandra Maischberger. Was? Manchmal liegt die so. Ach so. Ich würde mir auch bequem machen, wenn ich so eine lange Sendung hätte. Hast du dir schon überlegt, wie du sitzt, wenn du künftig bei der NDR-Talkshow, einer der besten Talkshows, die wir haben die in Mutter. Deutschland... Die Mutter aller Talkshows. Echt? Ja. Wie du da sitzt, wenn du moderierst? Ja, was ich nur immer merke, ist, was wahnsinnig blöd ist, dass die Leute sich immer auf dem Bildschirm selber angucken. Und, ja. Und wenn sie dann eingeblendet sind, dann sieht man, wie sie immer so nach unten gucken und so machen. Ja, das stimmt. Und so, das möchte ich zum Beispiel vermeiden. Ja. Ich möchte immer in die Kamera gucken. Ist das jede Woche dann? Sozusagen, weil es ist ja immer viel bequemer, die Regie zu verfolgen auf dem Bildschirm. Nur alle zwei Wochen. Im Wechsel mit, Bremen? Talk ohne Hermann und Mit Tietjen und dafür ohne Hermann. Nazi-Watchers oder was war der Ärger da? Warum ist sie raus? Ich weiß es gar nicht. Ach so, da war ja auch ein Trouble-Beat. Das war aber nicht Kiwi. Ach so, Eva Hermann. Eva Hermann. Jetzt, okay. Die hat doch damals dieses... Ja, naja, aber man hat es schon vergessen eigentlich. Na, es geht. Es wurde ja kaum... Nervös vor einer solchen großen Premiere? Nee, es geht eigentlich, weil ich mich noch nicht so mit damit beschäftigt habe. Ich versuche es einfach drei Tage vorher zu machen. Ja. Naja, dann kannst du auch direkt Wetten, das machen. Ja. Herrlich, ein Nachfolger von jemandem zu sein. Ja. Nee, aber ich bin da ganz locker eigentlich. Gibt es denn einen Gast, den du dir da mal wünschst? Nee, überhaupt nicht. Toll. Also, ich würde gerne so, Politiker finde ich immer sehr dankbar, weil die wirklich sehr, weil die so Phrasen dreschen oft und dann kann man, und dann hat man auch keine Hemmschwelle, finde ich, da so dagegen zu gehen. Ja. Und dann vielleicht, Leute aus Wirtschaft und Politik stelle ich mir so vor. Und die so mit den Grillen. Und dafür weniger von unserer Sorte, weil das sind eigentlich die langweiligsten. Hölle. Puh. Sag es mal ganz ehrlich. Alles was zu sagen, sind nie in Verlegenheit zu bringen und haben stinklangweiliges Leben. Naja, da haben wir nicht auf alles was zu sagen. Du hast selten Schauspieler noch zu Gast gehabt, oder? So, ja, aber die sind die schlimmsten. Nur ohne Text weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Sprich mich nicht auf den Film an, der ist so scheiße geworden. Deswegen bist du doch hier und genau, so weiter, oder? Genau. Hast du es noch nie erlebt? Ja. Ich hatte Til Schweiger noch nie nach Show, deswegen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Naja. Aber... Wie schaffst du es überhaupt? Entschuldige. Ja? Nee, bitte. Ich habe nur gerade gesehen, du hast auch Text, aber in der Hand. Ich schreibe mir manchmal wirklich, weil ich einfach manchmal so, kennst du, hast du nicht auch Angst vor Blackout? Nee, du nicht. Du vielleicht? Nee, wie auch immer. Blackout, ich habe ihn immer gern gesehen. Ich schreibe mir die ersten Blackout Buchstaben. Oder meinst du den Vierteiler auf Sat.1, der dreimal auf Kabel 1 lief? Was ist denn das? Ich schreibe mir die ersten Worte meiner Texte da drauf. Ach so, von deinem Song jetzt. Ja. Sich, Werbung. Werbung, Zeitschrift, Abitur demnächst. Als Stichwort. Reicht mir schon. Ach so, könnte aber auch so könnte alles andere Lebensmotto auch sein. Nee, es gibt Werbung demnächst, ja. Zeitschrift, Abitur, das habe ich alles noch vor. Ja. Kriegst du denn das alles unter einen Hut zeitlich? Ich meine, du hast ja irgendwie eine riesige Tournee laufen auch als Sängerin. Nee, die geht erst los. Die geht erst am 6. April los. In Berlin starten wir und dann machen wir 35 Konzerte. Und ich freue mich wahnsinnig, weil ich habe einfach das Programm von Udo Jürgens mit der Erfahrung von... Mark Medlock. Ich weiß nicht, wie ich es... Ich bin total gespannt, wie das wird. Du stehst aber man also muss sich tierisch zusammenreißen. Ich habe schon mal 6 Tage Tour gemacht letztes Jahr. Ja. Wir wollten mal testen, ob überhaupt jemand kommt. Und? Und war super. Ich habe aber vorher mit den Leuten gesprochen. Ich habe mit Anke auch gesprochen. Habe gesagt, du, ich mache Konzerte und so, Gewandhaus Leipzig. Sagte Anke, Mensch, mach doch mal Turnhallen oder kleine Zelte. Muss es denn gleich so was Großes sein? Aber kommt ja dann eh später. Hat geklappt. Ja. Und genau, ich mach's andersrum. Und du gehst wirklich in so renommierte Gewandhaus Leipzig, Philharmonie, Tonhalle, also die großen Konzertsäle. Ja, und das hat super funktioniert. Das macht wahnsinnig Spaß. Und man kann die Leute so begeistern. Und es ist nicht vorher so ein Einpeitscher da, der denen Angst macht, wenn sie nicht lachen und nicht gut drauf sind, dass sie Strafen erwarten und so. Ich hatte echt keinen Bock mehr in diesen Fernsehstudios, wo die Leute immer total hysterisch, wenn man rauskommt. Ja, hier bei uns weniger. Nee, hier geht es eigentlich. Es ist noch eine natürliche Fröhlichkeit. Hier peitscht ja auch keiner ein. Manchmal ist es schon sehr erzwungen. Das stimmt. Ja. Ich wollte hin zur Wahrhaftigkeit. Deswegen bin ich auch heute hier. Ja. Ja. Ich glaube, dass du einen großen Erfolg haben wirst als Moderatorin in der NDR Talkshow.
Ja, ich freue mich da sehr, weil ich will auch immer weg von meiner eigenen Biografie. Ich bin so gelangweilt von meinem eigenen Leben. Permanent immer wieder erzählen, ja, sie putzen ja auch und sie machen ja das und so. Und ja, aber du bist halt ein toller Gast. Du bist ja eigentlich unabhängig von dem, was man so ein bisschen abspricht, thematisch und mit den Fragen und so weiter. Ja, das ist doch ja, ich bin auch gerne Gast, das ist super. Ja. Wobei, heute war es echt extrem anstrengend. Ich war schon sehr früh hier, 6 Stunden vor der Sendung. Wenn man singt, ist das auch was anderes. Das ist man ja ein ganz anderer Künstler. Muss man ja vorher kommen und sich vorbereiten und so. Nicht so wie sonst, nur quatschen und so. Ja. Na, du wirst es sehen. Na, du wirst ja auch irgendwann eine CD machen. Ich hab schon. Ja, aber willst du dir nochmal zeigen? Gemacht. Was? Nee, mit Singen und so. Nee, ich hab schon noch zweimal gesungen. Ach ja, stimmt. Und sogar noch erfolgreich, ne? Naja. Oh, komm, ja, ey, du hast mehr. Ja, gut, schlecht lief's nicht. Scheiß Fußballlied, oder? Was heißt hier scheiß Fußballlied? Ich hasse es nicht, ey. Was heißt hier scheiß Fußballlied? Das war ein Kultsong, der noch bei jedem Tor gespielt wird. Ja, aber das ist doch dasselbe. Ja, ist ja jetzt so gut. Dann mache ich halt irgendwann mal ein neues Fußballlied. Ja, ich freue mich drauf. Wenn ein Ereignis da passen würde. Naja. Hast du noch eine Frage? Ja. Sonst erzähle ich noch was. Erzähl bitte. Nee. Nee, ich höre auch gern mal zu. Nee, nee, bitte, bitte. Nee, sag doch mal was. Was willst du noch mal? Weißt du, was ich gut finde? Es wird ja auch immer bekrittelt. Du bist einfach eine Frau zum Beispiel, die einen Job auch professionell sieht. Das heißt, du machst auch viele Galas. Du nicht? Früher, mittlerweile nicht mehr, weil mich eigentlich die Produkte haben mich angeekelt. Ich mache nur gute Produkte. Also ich wirklich? Ja, ich mache zum Beispiel. Also ich werde auch ab und zu mal gefragt, springen Sie, würden Sie bei meinem 60. Ich sage jetzt mal aus der Torte. Ja. Es ist auch Presse da. Ja, genau. Ist das Problem. Das kenne ich auch. Ja. Ich war 80 und wir hätten gern einen verrückten Hund wie Sie. Genau. Ja. Und was antwortest du dann? Wir zahlen auch. Was antwortest Rufen du dann? Rufen Sie bitte bei meiner Agentur an. Das ist höflich. Ja. Ich sage, verpiss dich, du Stück Scheiße. Das hängt, glaube ich, mit den Haaren zusammen. Mit dem Herrn Schottes. Also, ich hätte noch Zeit, Freitag, Samstag, Sonntags immer, eine Gala hat und auch vielleicht einen 60. Geburtstag feiert oder einen 80. Genau, das, was er nicht macht, kannst du doch machen. Du passt doch besser in die Torte. Bei mir ist das auch das Problem, es geht über, ganz im Ernst. Aber es macht sehr viel, sehr viel Spaß, weil du bist der Chef. Also rufen Sie mich an, wir haben den Kontakt auf unserer Internetseite. Nicht, die ist kommerziell. Die ist kommerziell. Nee, aber meine nicht. Deine nicht. Ja. Meine muss ich bezahlen. Ja. Wirklich? Ja, aber nicht zu knapp. Barbara. Ja? Toi, toi, toi für alle. War's schon vorbei? Ja, das waren 14 Minuten. Top-Lüge für Talkshows, das brauchst du unbedingt. Wenn der Gast sagt, schon zu Ende, weil du mir nach einer halben Sekunde wegschickst, ja. Entschuldige mal, es war eine halbe Stunde, das war zuletzt der Papst. Ja, kommt einem so schnell vor, wenn man da sitzt. Ja, das brauchst du für die NDR-Talkshow, weißt du, wenn sie dann alle kommen. Ja. Ich freue mich. Zum Beispiel unsere Soap-Darsteller. Toll, dass ihr bei uns wart. Ja, da wollen wir gleich nochmal ran. Das Tolle bei den Soap-Darstellern, man muss sich nicht merken, wie sie heißen, man kennt die Namen. Toi, 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 alles Gute, meine schöne Weihnachten. Komm gut ins neue Jahr. Und sag Tschüss zum kleinen Mann. Ja. So.